Grüß Gott, liebe Freunde der Freiheit und meines Stammtischs und meiner Zwischenrufe. Heute begrüße ich einen Kollegen, der eine Rarität ist. Er heißt Albert Dün. Er sitzt im Landtag. Er ist der Sprecher des Mittelstands, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP. Und er kann selber handwerklich umgehen. Das ist eine ganz besondere Attraktion. Willkommen. Ja, danke schön. Wir haben hier eine Menge Utensilien auf dem Tisch. Ich habe mal so ein bisschen was mitgebracht, auch wie es beim aus dem wirklichen Leben. Ja, wie es beim Handwerker aussieht. Er sucht nämlich die Schraube, die er gerade braucht. Deswegen hat er einen Haufen meistens. Ja, am Anfang sortiert er alles. Das ist wunderbar sortiert. Aber spätestens nach zwei Wochen ist was alles durch. Was sind Sie für ein Handwerker? Welches Handwerk? Eigentlich bin ich Elektromechaniker. Ja, aber ich habe natürlich alles gelernt. Schlitze klopfen und Kabel verlegen und Telefon reparieren und so weiter, alles. Was kann der Elektromechaniker? Alles. Ja. Er kann drehen, fräsen, bohren, schleifen, feilen, kann löten, er kann schweißen, er kann alles. Das haben Sie eine richtige Lehre gemacht. Ich habe eine richtige Lehre gemacht und dann habe ich hinterher noch Elektrotechnik studiert. Wo haben Sie studiert? Ja, an dieser Technikerschule in München. Also kein Universitätsstudium, sondern an der Technikerschule. Das ist so ein Zwischending zwischen Ingenieur und Meister, so nach oben hin. Toll. Und dann habe ich noch Betriebswirtschaft abends gemacht. Ja, Mann, das ist doch super. Und dann haben Sie eine eigene Firma gegründet in München, einfach aus nichts. Vor 40 Jahren, so, weil mir mein alter Arbeitgeber gestunken hat. Der wollte mir nämlich verbieten, sonntags zu arbeiten, weil er meinte, da geht man in die Kirche. Und dann habe ich mir gesagt, also nicht mit mir. Drei Monate später war ich selbstständig. Ich hatte 30.000 Mark, mein Partner auch, den ich heute noch habe. Und dann sind wir losgezogen und haben gesagt, ich mache euch in einem Jahr zu Millionären. Sie wussten nicht, dass ich Schuldenmillionäre meine. Aber das hat die Banken gebraucht. Hätte ich gebraucht, aber ich habe damals war das noch anders. Ne? Da ging man zum Lieferanten, wie zum Beispiel zu einer Firma in Grafing, die stellte die Maschinen her, die ich brauchte. Und den kannte ich sehr gut, weil ich bei ihm auch ein bisschen IT, ein bisschen was gemacht habe. Und habe ich gesagt, ich brauche das, 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 das. Was kostet das? Und dann sagt er, 128.000 Mark. Da sage ich, ja super, aber ich kann es nicht bezahlen. Und damals war das noch so Handschlag-Mentalität. Sie zahlen, wenn Sie zahlen können. So was gibt es heute nicht mehr. Ohne den hätte und ich... Und haben Sie gezahlt? Natürlich, ja, selbstverständlich. Ja, das ist so toll. Ja, klar, logisch. Ja, und das mache ich seit 40 Jahren. Und vor 30 Jahren habe ich mich erweitert. Dann bin ich nach Ungarn gegangen. Und dann auch noch nach Indonesien. Was heißt das in Ungarn? Ungarn haben wir ich durfte, ich hatte ja die Ehre, bei einer kleinen Feier zu Ehren Ihres Geburtstags zu sein. Und da habe ich gehört, wie der ungarische Generalkonsul freundlich, wohlwollend und herzlich über Sie gesprochen hat. Ja. Warum sind Sie für Ungarn ein interessanter Mensch? Weil ich in Ungarn schon am 4.1.1990 haben meine Frau und ich Maschinen ins Auto, Material ins Auto, Hund dabei. Und nachdem wir schon drei Monate Vorbereitung hatten, bin ich runtergefahren, habe unten eine Fertigung eingerichtet mit einem dortigen Partner. Und seitdem produziere ich auch in Ungarn. Weil damals gab es in Deutschland auch schon wieder, die Arbeitskräfte wurden uns weggenommen. Ich hatte sehr viele Studenten aus Asien und die durften dann nicht mehr arbeiten, weil ja aus Ostdeutschland so viele Arbeitslose kamen. Und da wurde denen verboten, nebenbei zu arbeiten. Die habe ich alle verloren. Damals gab es 5.700 indonesische Studenten in Deutschland. Heute gibt es, glaube ich, noch 350, weil die sich das nicht leisten können. Und so bin ich nach Ungarn gekommen. Und einer dieser Indonesier, mit dem habe ich dann drei Jahre später die Indonesier aufgemacht. Jetzt müssen Sie mal unseren Freunden erklären, was Sie herstellen in Ihrer Firma, falls wir das begreifen. Also, ich stelle Transformatoren her. Das bedeutet, ich wandle von hoher Spannung auf niedrige Spannung. So, was Sie in der Steckdose haben, ist 230 Volt. Und Lampen wollen Sie anfassen können. Und meistens ist ein Transformator davor, der die Spannung so weit runterregelt, dass Sie anfassen können. Oder Sie sitzen beim Zahnarzt auf dem Stuhl und der bohrt Ihnen da im Mund rum. Dann wollen Sie ja sicher sein, dass Sie keinen elektrischen Schlag bekommen. Ja, um Himmels Willen. Genau. Also schon genug Ärger beim Zahnarzt. Genau. Wer nicht. Ja. Ja. Und dann hat sich das natürlich erweitert. Heute mache ich Ablenkeinrichtungen für Röntgengeräte von guten namhaften Herstellern. Ich bin in der Dentalmedizin unterwegs. In der Automotive bin ich ein bisschen unterwegs. Wo ist die Fabrik in Ungarn? In Tata. Das ist so 60 Kilometer vor Budapest. Also zwischen Wien und Budapest dazwischen. Deutsch-ungarische
zusammenarbeitest. Ja, der Laden gehört uns, der Firma Induktor, meiner Firma. Und ich habe dort eine ungarische Geschäftsführerin. Schon seit 28 Jahren. Und das Verrückte ist, als ich sie damals eingesetzt habe, war das in Ungarn noch vollkommen unüblich, dass eine Frau in leitender Position ist. Aber super. Gibt es einen Unterschied in der Bürokratie zwischen Deutschland und Ungarn? Anders, aber gleiche Probleme. Der Unterschied ist nur zum Beispiel bei der Steuer. Wir haben dort Flat Tax. Das heißt, jeder Arbeitnehmer zahlt nur zwischen 15, je nachdem, wenn er Ausländer ist, 18%. Das war's. Jeder. Also für den Arbeitnehmer ist besser. Absolut. Und am Jahresende, wenn er auch noch zwei kleine Kinder hat, dann kriegt er auch noch die Steuern vom letzten Jahr zurück. Ja, das ist doch großartig. Ja, das ist super. Ja. Aber die Bürokratie in Deutschland, wir beide reden ja immer darüber, Bürokratie abzubauen und unterstützen jede dieser Bewegungen. Ich habe aber festgestellt, dass die überwältigende Menge der Richtlinien und Verordnungen aus Brüssel kommt. Ja. Wie kann man das abschaffen? Wir sitzen im Bayerischen Landtag und kämpfen gegen Bürokratie, die aus Brüssel kommt. Die kommt von oben nach unten, aber wir verschlimmbessern ja immer alles noch. Wir Deutschen sind da so, wir müssen alles noch perfektionieren. Und ich bringe ja immer Vorschläge, was jetzt unbedingt einfach mal abgeschafft werden muss. Also als Beispiel das A1-Papier. Das ist, wenn Sie deutsche Arbeitnehmer sind. Das höre ich, das müssen Sie mal erklären, das ist also Sauerei. Genau. Sie haben eine Firma und stellen irgendwelche Maschinen her und liefern diese Maschinen eben auch nach Österreich und haben einen Servicevertrag. Und jetzt ist die Maschine kaputt, da muss ja ein deutscher Techniker darüber. Dann braucht er ein A1-Papier. Das bedeutet, er beweist damit, dass er in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Dieses Papier dauert aber bis zu 3 Tagen, dass sie es haben. Da so lange wird der in Österreich nicht warten. Also fährt jeder rüber. Aber das geht noch viel schlimmer, wenn Sie einen Firmenwagen haben und Sie tanken im Ausland und dürfen den Wagen privat benutzen. Ist das auch schon ein Verstoß dagegen? Also das Papier braucht keine Sau. Das Problem ist bekannt, da habe ich schon öfters drüber gehört und gelesen, aber keiner ändert das. Wer könnte das ändern? Europa. Weil das kommt natürlich aus den Ländern Osteuropas, die nicht wollten, dass ihre Mitarbeiter im Westen schwarz arbeiten. Ich habe aber ganz selten gehört, dass Deutsche im Ausland schwarz arbeiten. Das kommt, glaube ich, nicht so oft vor. Das ist zum Beispiel eine Sache. Das zweite, zum Beispiel. Gibt es da Initiativen, das abzuschaffen? Ich habe es schon zweimal gebracht im Landtag. Das muss natürlich von unten nach oben gehen. Aber dann war hier Regierungswechsel in Berlin. Und im Moment sind da, glaube ich, andere Themen, die die interessieren. Das zweite Thema haben wir zum Beispiel Arbeit auf Abruf. Wenn Sie einen Biergarten haben und Samstagmorgen stellen Sie fest, dass Sie nachmittags Personal brauchen, dann dürfen Sie die nicht anfordern, weil Sie müssen 3 Tage vorher Bescheid sagen. Was für ein Unsinn ist denn das? Oder die Arbeitszeitregelung oder Anrufauftrag, wenn Sie irgendwo anrufen. Das ist aber eine deutsche Sache mit der Arbeit auf Abruf, oder? Ja, ja, das könnten wir ändern. Das könnten wir auf alle Fälle ändern. Und da könnte es auf alle Fälle eine Bundesratsinitiative von Bayern geben, dass das endlich passiert, weil ja auch alle anderen Parteien immer davon reden. Alle reden vom Abbau der Bürokratie und keiner baut sie ab. Also die Geschichte mit der Arbeitszeit, das ist doch vollkommen logisch. Der Wirt im Sommer ist vom Wetter abhängig, ja. Gibt es denn da eine Bundesratsinitiative? Müssen wir die CSU da vor uns hertreiben? Wir müssen CSU vor uns hertreiben, aber auch alle anderen Parteien. Weil das Problem ist ja eben, dass man sich heute um Dinge kümmert im Bundestag, die eigentlich vollkommen unwichtig sind. Denken Sie ans Gendern. Auf einmal reden Leute über das Gendern. Es gibt noch 7 Lehrstühle in Deutschland für Kernphysik, aber 178 Lehrstühle fürs Gendern. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ja, das möchte ich mal wissen. Ja, das fördert auch den Groll auf diese Ampel. Ja, ich höre das ja im Wahlkampf überall. In dieser Ampel gibt es ja dreierlei Beleuchtungen. Die SPD tut so wenig wie der Scholz, sie ist ruhig. Die FDP versucht innerampelig Opposition zu sein. Ja. Und die Grünen sind die Dominanten, die erfinden und regulieren und verbieten. Die Deutschen fühlen sich eigentlich von den Grünen regiert und jetzt kommt der Groll aber hoch. Das Problem ist ja bei den Grünen, die stellen eine ultimative Forderung und schon wird darüber diskutiert und dann macht man das kleinste Übel aus dieser Forderung und die Grünen haben gewonnen. Ja. Statt dass man einfach sagt, nein, das könnte man ja auch mal machen. Wenn wir beide Geschäfte machen und Sie wollen mich übers Ohr hauen, und sagt, das war's, machen wir nicht. Ja. Erledigt. War nett, mit Ihnen zusammenzusitzen, trinken, einen Schluck und gehen.
Das war so. Die EU mischt sich ja in alles ein. Jetzt habe ich gerade heute gelesen, dass sie wieder versucht, die Führerscheinfrage zu regulieren. Für Jüngere, für uns Ältere, immer neue Vorschriften, fürchterlich. Aber wir haben hier noch ein schönes Requisit. Ja, ja, super. Das ist doch eine Gondel. Ja. Bauen Sie sowas? Nein, aber oder? Tatsächlich mache ich die Notbremse für Seilbahnen. Das ist ja ganz wichtig. Ja, ja. Und tatsächlich ist so, ich bin ja auch für Tourismus zuständig und habe die ganze Zeit auch dafür gekämpft. Wir haben ja alle Skigebiete besucht und mir das angehört und angeschaut. Tatsächlich ist es so, dass da in Bayern ja ein Wohlwollen aller Parteien, außer den Grünen und der SPD. Sonst sind die anderen Parteien ja wohlwollend, aber wir haben versucht, sie zu treiben, speziell in der Zeit der Corona. Epidemie. Da haben wir ja von der FDP meiner Meinung nach die beste Arbeit geleistet, weil wir dafür gesorgt haben, dass überhaupt wieder was geht. Ja? Und dann kommt immer das Thema, ja, und die Schneekanonen, die brauchen so viel Strom. Absoluter Quatsch, die brauchen fast nichts. Und da wird Wasser verbraucht. Das ist nicht wahr. Wasser kann man nicht verbrauchen. Ob ich ihn jetzt Wasser den Berg runterlaufen lasse oder Schnee draus mache und dann runterläuft, ist vollkommen egal. Das ist totaler Unsinn. Und der größte Ausstoß von Schadstoffen passiert ja nicht vor Ort, sondern das ist ja durch die An- und Abreise der Gäste. So, wenn man es in Deutschland jetzt verhindern würde, dann würden die Leute ja weiterfahren nach Österreich oder nach Italien oder in die Schweiz und dann würden sie noch mehr Dreck hinterlassen und wir hätten nichts davon. Also man muss auf alle Fälle den Tourismus und das ganzjährig. Also wie früher es war, dass die Leute nur davon gelebt haben, im Winter ein bisschen Tourismus zu machen und im Sommer ein bisschen Heu, das ist vorbei. Wenn, dann muss ich heute touristisch komplett ausbauen. Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit im Landtag denke, dann höre ich ja, erinnere ich mich an Ihre Temperament. Wenn Leute, so geht das nicht, sagen Sie. Und dann ist aber immer ein Thema gekommen, von dem ich glaube, die CSU hat das übernommen. Das ist die Gleichstellung von Master und Meister. Also der Master ist ja ein akademischer Grad, den man nach so und so vielen Semestern erwerben kann. Und der Meister ist der Handwerksmeister. Ja. Das haben Sie immer gefordert? Immer. Selbst von Anfang an. Ja. Also schon bevor ich in den Landtag kam, habe ich gesagt, das ist eine Sauerei. Der Meister und Master müssen gleichgestellt sein. Es kann nicht sein, dass Studiengebühren nichts kosten, während der Meister für seine Ausbildung zahlen muss. Wir haben doch in Deutschland die Regel, Ausbildung muss kostenlos sein. Ja, dann muss es für die Meister auch sein. Und das habe ich immer wieder gebracht. Und das letzte Mal, letztes Jahr im Oktober, abgelehnt natürlich, CSU, Freie Wähler. Das ist unser Schicksal, dass wir gute, vernünftige Vorschläge machen. Ja. Und die Koalitionsmehrheit aus CSU und Freien Wählern, die lehnt es ab. Aber plötzlich habe ich die Geschichte Master und Meister aus dem Mund des Ministerpräsidenten gehört. Drei Wochen nach der letzten Ablehnung meines Vorschlages kam er um die Ecke und sagt, also der Meister und Master, das muss gleichgestellt werden. Jetzt zahlen wir nochmal 3.000 Euro obendrauf, damit das kostenlos ist für die Meisterschüler. Das Problem ist nur, da hat er dabei übersehen, dass manche Meisterkurse weniger kosten und die Leute auch noch ein Plus dabei machen. Und manche Meisterkurse, wie zum Beispiel Elektromechanik oder so, sind teurer. Also es reicht immer noch nicht. Was ist der preiswerte Meister? Das ist der Metzger zum Beispiel, der Metzgerhandwerk. Das ist ein bisschen günstiger, weil der auch vor Ort an einer Stelle ist, während der Elektromeister natürlich auch auf Montage und alles Mögliche machen muss. Klarer Fall. Ja. Also so kann man doch langsam einsickern in die Hirne der Regierenden, indem man penetrant immer ein Thema vorträgt. Ist das nicht unser Spiel gewesen die ganze Zeit? Ja. Wir als Opposition stellen Forderungen, sie lehnen es ab und dann versuchen sie es in irgendeiner Form zu übernehmen. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe das auch erlebt. Ich habe ja sehr viele Kritik geübt an den öffentlich-rechtlichen Anstalten, an der Verschwendung, an der politischen Einseitigkeit. Und das ist, unser Gesetzentwurf ist abgelehnt worden, aber plötzlich ist der Reformbedarf für öffentlich-rechtliche Anstalten in aller Munde. Ja. Einmal ist er erkannt worden. Ja. Es hat sich durchgesetzt. So machen wir weiter. Was sind Ihre Ziele im neuen Landtag? Im neuen Landtag möchte ich wieder den Wirtschaftsbereich machen, weil ich glaube, da kenne ich mich am besten aus. Sie werden auf alle Fälle Medien weitermachen, weil da kennen Sie sich am besten aus. Wir haben eben tolle Leute bei uns, wie den Dominik Spitzer als Arzt. Also was gibt es Besseres? Wir haben Leute eben bei uns, die sich auskennen, die schon mal was gearbeitet haben und die auch ohne Politik überleben könnten. Das ist das Entscheidende. Wir sind ja beide Unternehmer. Ich darf das in aller Bescheidenheit sagen. Ich habe ja etliche Firmen gegründet mit ein paar hundert Arbeitsplätzen, die alle noch
existieren, senden, im Radio, im Fernsehen, auch in der Technik und so weiter. Wir beide sind nicht abhängig von der Politik. Genau. Wir schenken denen was. Wenn wir beide jetzt noch in einen Biergarten gehen und der Wirt erkennt einen von uns beiden, konfrontiert er uns hundertprozentig mit dem Thema Mehrwertsteuer. Ja. Zurzeit zahlt er noch 7% und es soll wieder angehoben werden auf 19. Das trifft alle Wirte, das trifft alle Gäste, das macht Essen und Trinken teuer. Wie ist da Ihre Position? Ganz klar 7%, weil der Wahnsinn ist ja der, wenn Sie an einen Kiosk gehen und kaufen sich ja Würstel, da bleibt es in Zukunft auch bei 7% weiterhin. Das ist ja ein totaler Unsinn. Außerdem der Wirt wird den Preis nicht mehr umlegen können. Dadurch werden noch mehr pleite gehen. Ich habe bei mir in der Gegend draußen schon einige, die jetzt auch schon zugemacht haben, aufgrund der Energiekosten. Und die 7% müssen bleiben. Das haben wir aber immer gefordert, dass die bleiben müssen. Wahrscheinlich wird sich hinterher wieder irgendjemand auf die Brust schreiben, so wie damals, als die Senkung kam. Da war es ja auf einmal der Söder, der behauptet hatte, er hätte es gemacht. Wir werden auf alle Fälle weiter dafür kämpfen, damit die 7% unten bleiben. Das muss unten bleiben. Das ist für die Wirte wichtig, das ist für die Gäste wichtig, wenn die mir das aufs Essen draufhauen. Wir zwei können uns da vielleicht leisten als Unternehmer. Ja. Aber jemand, der gerade am Rande eines Existenzminimums in die Wirtschaft geht und sich ein einfaches Essen bestellt, der muss dann einfach mehr zahlen. Das können wir nicht wollen. Das können wir nicht. Auf keinen Fall können wir das wollen. Wir wollen ja auch, dass die Wirte weiterleben. Wir wollen weiterhin gutes Essen haben. Wir wollen nicht an der Qualität einsparen. Die dann kommt die Einsparung aufgrund des höheren Steuersatzes. Und wenn ich dann die Bundesregierung höre, die dann sagt, wir verzichten ja nicht freiwillig auf 3,3 Milliarden. Also das Geld müssen wir erstmal erarbeiten, damit die überhaupt zu was kommen. Und ich glaube, dass der Umsatz aufgrund der 19% zurückgehen würde. Und dann hätten sie auch nicht mehr als vorher, weil wenn der Umsatz zurückgeht, muss ich die Stückzahl erhöhen und das wird nicht, das wird nicht funktionieren. Und wir würden in unserer Nachbarschaft viele Kneipen, Lokale, Restaurants verlieren. Das wollen wir nicht. Auf keinen Fall. Sind wir uns einig? Absolut. Wunderbar. Genau. Ja. Also wir kämpfen weiter. Zwei Unternehmer in den Bayerischen Landtag. Einen schönen Tag. Danke.